Bis 72 arbeiten, schuften bis zum Tod. Neuer Vorschlag der CDU. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte ja kürzlich in einem Video mal zum Thema Zerstört die CDU unsere umlagefinanzierte Rente was gesagt. Und jetzt hat der Herr Carsten Linnemann von der CDU wieder ein neues Aktionspapier oder Positionspapier auf den Tisch gelegt und hat mal die Katze aus dem Sack gelassen, was die CDU so machen möchte. Aber ich muss auch eins sagen, ohne wirklich konkret zu werden, sondern einfach nur mal ganz kurz was zum Thema Rente gesagt. Die Deutschen sollen ab 2031 länger arbeiten. Nicht mehr bis 67, sondern im schlimmsten Fall sogar bis zum 72. Lebensjahr. Denn die Regelaltersgrenze soll dann ab 2031 oder 2032, wie es im Positionspapier drin steht, an die Lebenserwartung geknüpft werden. Das bedeutet, eine Krankenschwester, der Mann oder die Frau auf dem Bau und andere schwer schuftende Leute, Pflegeleute und so weiter, sollen dann bis zum 72. Lebensjahr arbeiten. Ja, wunderbar, Herr Linnemann. Wunderbar. Das machen Sie mal Ihren Wählern klar, wie das funktionieren soll, wenn Sie dann bis 72 arbeiten und es eigentlich gar nicht können, weil Sie krank sind. Aber es nicht ausreicht für eine Erwerbsminderungsrente. Was machen Sie dann? Dann schicken Sie die Leute in die Frührente. In die Frührente heißt, Sie kriegen dann höhere Abschläge. Abschläge nämlich vom 63. Lebensjahr angerechnet bis zum 72. Lebensjahr. Ja, wer soll denn das finanzieren, meine Damen und Herren? Dann bleibt ja von der eigentlichen Rente mit Abschlag nicht mehr viel übrig, lieber Herr Linnemann. Und um das zu kompensieren, sagt der Herr Linnemann, naja, ist doch gar kein Problem, dann führen wir doch einfach mal die Aktienrente ein. Die Aktivrente ein. Also, das heißt, lieber Rentner, wenn du nebenbei noch arbeiten möchtest, neben deiner Rente, dann kriegst du einen Teil deines Geldes steuerfrei gezahlt. Ja, auch nicht schlecht, Herr Linnemann. Das ist ja wirklich mal ganz was Neues. Also damit soll sozusagen der Rentner seine eigenen Verluste, die er deswegen einfährt, weil er früher in Rente geht und nicht bis 72 arbeiten kann, kompensieren. Wie soll das funktionieren? Dann sagen Sie, Herr Linnemann, jetzt als nächstes noch, Sie wollen hier die private Altersvorsorge, kapitalangelegte Altersvorsorge fördern. Ui, das ist ja wirklich mal ganz was Neues, Herr Linnemann. Das müssen Sie mal den Menschen in Deutschland erklären, die im Jahr 2008 einen Großteil ihres privat angelegten Vermögens durch die Bankenkrise verloren haben und deren Vermögen aufgrund der Nullzinspolitik sozusagen immer weniger geworden ist bis heute. Das müssen Sie vor allen Dingen den Leuten mal erklären, die zum Beispiel Betriebsrenten bekommen und deren Betriebsrenten mit 1% Inflationsausgleich sozusagen jährlich abgegolten werden. Das heißt also, die Betriebsrenten zum Beispiel im Wert ständig sinken. Und das schon seit fast 20 Jahren, meine Damen und Herren. Alles Politik, die auch die CDU mitgetragen hat. Meine Damen und Herren, Herr Linnemann, ich weiß ja nicht, woher Sie Ihre Kenntnisse vom Rentenrecht haben. Ich meine, Ihre Vorschläge sind Vorschläge komplett aus der Mottenkiste, komplett aus der Steinzeit. Die haben im modernen Rentenrecht nichts zu suchen. Wir sollten uns hier alle mal ein kleines Vorbild nehmen, zum Beispiel an Österreich. Es ist in Österreich auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber eins ist ganz klar, Herr Linnemann, ja? Und hören Sie mir bitte mit diesem Argument auf. Österreich ist ein urkapitalistisches Land. Ein urkapitalistisches Land und hat eine einheitliche Rentenversicherung eingeführt. Wo ist eigentlich das Problem, dass wir das in Deutschland nicht auch hinkriegen? Eine einheitliche Rentenversicherung, in der alle in die Rentenkasse einzahlen, indem wir einen höheren Rentenbeitrag zahlen, indem wir die Beitragsbemessungsgrenzen deutlich erhöhen, sodass wir mehr Beiträge in die Rentenkasse bekommen und sozusagen der Bundeszuschuss auch weiterhin gezahlt wird. Und was wir dann noch machen müssten ist, stampfen wir doch diese unsinnig dämliche Riester-Rente ein, stampfen wir die Steuerfinanzierung und die Beitragsfreistellung der Betriebsrenten ein, dann hätten wir nämlich genügend Geld im Bundeshaushalt auch für die gesetzliche Rente für die Zukunft übrig. Und dann sollten wir auch noch eines machen, ich weiß, jetzt kriege ich wieder fürchterliche Tresche von den Leuten, aber das ist mir eigentlich völlig egal, weil ich möchte einfach nur, dass wir über diese Probleme nachdenken. Die Beamtenversorgung muss in Deutschland für die Zukunft abgeschafft werden. Wir können uns diese zwei Systeme, steuerfinanziert zum Teil, nicht mehr leisten.
Und die Beamten wissen genau, was ich meine, dass sie sozusagen selber keinerlei Beiträge in ihre Beamtenversorgung einzahlen und horrend höhere Beamtenpensionen bekommen als zum Beispiel ein Rentner. Und das finde ich zum Beispiel, darüber müssen wir auch in Deutschland reden können und das ganz öffentlich auch machen. Und ich habe damit auch gar kein Problem, das öffentlich zu machen. Und worüber wir auch reden müssen, meine Damen und Herren, ist, dass Politiker, wie dieser Herr Linnemann zum Beispiel, dass der, wenn er eine Abgeordneten-Diät haben möchte, dass er verdammt nochmal mit seiner eigenen Kohle da Beiträge einzahlt und dort sozusagen seine eigenen Beamten, seine eigenen Abgeordneten-Diäten finanziert. Ansonsten muss er auch in die Rentenkasse einzahlen, wie alle anderen auch. Und dann würde nämlich Herr Linnemann nicht mehr solche unsäglichen Vorschläge machen, wie er sie jetzt in seinem komischen Aktions- oder Positionspapier hier verbreitet hat. Ich sage eines, meine Damen und Herren, wir müssen dringend eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung für alle einführen. Wir müssen dringend die Steuerfinanzierung der Riester-Rente abschaffen. Wir müssen dringend die Beitragsfreistellung bei der Betriebsrente beenden. Ich bin sogar der Meinung, wir müssen das gesamte Betriebsrentensystem mal in Frage stellen und uns die Frage stellen, ob wir das überhaupt in dieser Art und Weise noch durchführen können. Ich erinnere auch daran, gerade bei der Frage der Betriebsrenten, welche Aufgabe hier die Gewerkschaften haben und wo sie kläglich, leider auch kläglich zum Teil versagt haben. Ich erinnere hier zum Beispiel an die jährlichen Steigerungen der VBL-Renten. Meine Damen und Herren, ein ganz spannendes Thema. Ich weiß, ein ganz heiß diskutiertes Thema, die gesetzliche Rente. Ich bin ein absoluter Verfechter einer einheitlichen Rentenversicherung und das hat nichts mit Kommunismus und auch nichts mit Sozialismus zu tun, sondern hier geht es schlicht und ergreifend um die Frage des Überlebens der gesetzlichen Rentenversicherung. Meine Damen und Herren, ich bin gegen das Positionspapier der CDU, ich bin auch gegen die Vorstellung dieser neoliberalen Denkweisen, die Herr Linnemann hier an den Tag legt. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ciao!